Hallo, ich befinde mich immer noch in der Havre und ich freue mich, dass ihr wieder bei einer neuen Folge dabei seid, hier aus der wunderschönen Normandie. Heute fahren wir nach Deauville und da gibt es natürlich sehr schöne Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel das Casino, Klingpeil Klimper, dann haben wir den Walk of Fame und. Wenn ihr Bock habt, kommt ihr mit und ich sage, let's go! Das ist die blaue Route, die wir abgelaufen sind. Und dann gibt es halt eben noch die, ja, ich sag mal, ich habe vorhin rote gesagt, von mir aus ist die auch lila, fliegerfarmt. Und da hat man dann alles, das man so, wenn man möchte, sehen kann. Hier unten ist der Hafen, ja. Wir waren hier oben. Ne, ich meine hier. Hier waren wir auf jeden Fall. Hier so ein Stück. Ja. Genau. Hier ist eigentlich der Hafen. Und hier der Strand. Da haben wir leider nicht geschafft. Dafür machen wir das anderes. Hätte ich natürlich auch gern gesehen, hier den riesengroßen Wal. Ja, ja, dann geht's weiter. So, gleich für die Fußballfans hier auf der rechten Seite, der heimische Club von Le Havre, das Stadion. Wie ich gelesen habe, passen dort 25.000 Zuschauer rein. Kosten für diesen Bau 80 Millionen Euro. 2019 wurde da ein Teil der Frauen-WM ausgetragen. Auch hier rechts, auf der rechten Seite das Stadion vom HC Le Havre, wenn es richtig ist. HC Le Havre. Ja. Angekommen in Deauville. Hier im Hintergrund befindet sich direkt der Bahnhof. Wir sind ja nicht mit dem Zug angereist, sondern mit dem Auto. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die Stadt an. Hier im Hintergrund haben wir den Yachthafen, beziehungsweise den Yacht- und Segelhafen von Deauville oder Deauville von mir aus. Say you love me, say you don't, just give me something, so I can move on. Ja, hier haben wir was aus Kiel. Pull me closer. Auch hier finden sich immer wieder wunderschöne Häuser. Wieder. Ja, wir nähern uns den Strand und wir sind auf der Suche nach dem Walk of Fame. Da war schon der eine oder andere amerikanische Schauspieler. Ja.
sind wir am Strand von Deville angekommen. Und gleich links von mir sind so einige bekannte US-Schauspieler verewigt worden in dem Walk of Fame, anders wie in Hollywood. So, wir haben Marlon Brando. Zeig doch mal ein paar bekannte. Robin Williams. Also die wurden ja alle ausgezeichnet. Mann. Das heißt nicht, dass sie alle mal, dass sie schon alle hier waren. Al Pacino. Das gesehen? So. Ja. Es gibt noch mehr. Ja, Le Plösch. Und ja, ich habe gesagt, der Walk of Fame, aber im Grunde heißt das hier Le Plösch. La Plösch. Okay, Morgan Freeman. Ein zweiter. Michael Douglas. James Franco, falls ihn jemand kennt. Der ist da. So. Wen haben wir denn noch hier? Ja, es gibt viele, die kenne ich gar nicht. Nicolas Cage, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch Nicolas Cage hat hier eine Auszeichnung bekommen. Keanu Reeves. Antonio Banderas. Oder sagt man das? Antonio Banderas. Michel Rodriguez. Ich lese das jetzt mal vor, ich habe einen schweren Namen. Woody Harrelson, Ian McLean, Orlando Bloom, Malcolm McDowell, Chris Bosman, Billy Crystal, Christopher Cotton. Da kommt erstmal nichts. Wen haben wir denn noch? Sienna Miller, kennt einer von euch Sienna Miller? Johnny Depp, jawohl, den habe ich doch gesucht, Johnny. Johnny, ein Foto, klick! Ja, man sieht einfach hier so, dass es wirklich aus den tiefsten 70er Jahren, auch die Gebäude, ne? Die alten Gebäude mit Fachwerk versehen, alles so aus den 70ern. Roger Moore war da gerade, John Travolta. Oh, komm her. Ryan O'Neill. Boah, das ist ja unendlich. Das geht bis weiß ich wohin. Ja, okay, weil ihr seid. Eigentlich wollte ich da jetzt nicht noch weiterlaufen, aber komm. Wenn man schon mal hier ist. Dann sollte man die ganze Palette an Auszeichnungen mitnehmen. Hier ist schön rappelvoll hier. Weiß nicht, ob wir vielleicht den einen oder anderen Prominenten aus Hollywood wiedersehen, treffen. Ja, das wissen wir nicht so genau. Ich wurde gerade so ein bisschen schräg angeguckt, vielleicht war es ein Schauspieler. So, wen haben wir denn noch? Sean Connery. Glenn Ford, kennt jemand von euch Glenn Ford? Ich kenne ihn nicht. Harrison Ford haben wir hier. Ja, nee, wir sind wirklich am Ende angekommen. Das war es auch wirklich schon. Ich dachte, es wird noch weitergehen, aber das war es dann hier. Sidney Pollack, vielleicht kennt ihn jemand. So, wenn euch bis hierhin das Video gefallen hat, dann abonniert doch bitte diesen Kanal und unterstützt mich weiterhin, dass wir diesen Kanal zusammen aufbauen können. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare und dann gehen wir weiter. So sieht das auf der Rückseite aus.
70er-Jahres-Style. Ich drehe das mal um. Ich hab mal so die einzelnen Boxen. Moment. Mal so die einzelnen Boxen. Ich meine, die kann man mieten. Dann packt man da sein Hab und Gut rein, was man so braucht für den Strand. Dann braucht man das nicht immer mitbringen. Hat es hier direkt vor Ort. Da hinten befindet sich noch irgendwo ein Olympiaschwimmbad. Wir wollen gleich noch auf die andere Seite und mal was Schönes essen. Wir haben nämlich ein bisschen Limpetit, Appetit. So, dann machen wir uns mal wieder auf die Rolle. So, wir wechseln die Seite. Geht nicht anders als über die Schleuse. So, jetzt will ich doch mal gucken, was sie da eigentlich machen. Wir haben jetzt gerade Ebbe und da ist es natürlich möglich, auch mal hier unten lang zu gehen. Voller Wasser, ne? Weiß ich nicht. Kopf hoch, noch höher. Hier wird sogar Mucke bei der Arbeit gehört. Klappe? Klappe? Ah, kann er look? Ah, okay, wie? For fishing. For fishing, ne? In French ist? Ja, Orinicole. Orinicole. Oui, Orinicole. 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 Heißt in German Regenwurm. 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 Ja. Das würde ich gerne Check machen. Check, ne? Aber ne, ne, ne. So. Thank you, thank you. Ja. Au revoir. Einfach nur herrlich. So. Ich habe echt Hunger. Da hinten haben wir das Casino. Das war, glaube ich, auch in den 70er Jahren noch geöffnet. Ich weiß nicht, ob da heute noch ein Casino drin ist. Das kann ich euch jetzt nicht hundertprozentig sagen. Würde ich jetzt gleich nochmal nachschauen. Erstmal ein Apfel. Von Douville nach Trouville. Dort steht Trouville. Nur diese Brücke trennt diese beiden Orte. Von sich. Wir haben jetzt gerade mal ein Eis gekauft. Da kostet die Kugel alleine 2,80 Euro. Also wer sich hier mal ein Eis kauft, die Kugel kostet 2,80 Euro in Trouville. Dann kostet hier ein Bier 0,5, 12 Euro am Strand. Wenn ihr mal am Strand ein Bier trinken gehen wollt, dann könnt ihr da ungefähr mit 12 Euro rechnen. 0,5 oder 0,3, 8 Euro. Nach endlosem Marsch haben wir endlich eine kleine Bar gefunden, beziehungsweise ein kleines Café, und das erinnert mich natürlich wieder an Lissabon, denn wo sind wir? In einer wunderschönen Gasse. €10, Freunde. Und der bescheidene Jörg bleibt bei 4,50 €. Mir tun die Füße weh. Ich kann nicht mehr. Ich bin platt. Ja, das war's hier. Wir machen es weiter auf dem Weg. Das Casino hat natürlich noch geöffnet. Ne? Man kann jederzeit rein, wenn es geöffnet hat. Und sein Geld verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Je nachdem. Ja.
guten Schwimmern damals. Und hier haben wir das Casino. Hier ging auch Schickimicki ein und aus. Ja, das fette Casino von Deville. Dann haben wir das jetzt auch mal gesehen. Kurz noch ein Foto geknipst. Jawohl. So, ich habe mich extra noch mal auf den Weg gemacht, um von Coco Chanel das erste Geschäft zu finden. Das habe ich gefunden. Ja, das haben wir hier genau im Hintergrund von mir. Und eröffnet hat sie dieses 1917, wenn ich jetzt richtig liege, 1917 hat sie genau hier eröffnet. Das ist jetzt in anderer Hand. Und geboren ist die Dame. Ja, da wollen wir doch mal gucken, wann ist die Dame denn geboren? Ich glaube 1883 ist sie geboren und 1971 ist sie verstorben. Ja, Coco Chanel, so viel dazu. Also ich weiß auch, dass sie einige Kinder hat und dann auch irgendwann in der Nähe von Paris gewohnt hat und dort auch verstorben ist, wenn ich richtig liege. Wenn nicht, ich hatte es nur grob geschätzt jetzt, soweit ich das in Erinnerung habe. Auf jeden Fall hat sie in Paris gelebt. Ja, und das hier ist das erste. Chef, was Coco Chanel. 1917. So, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann dürft ihr natürlich, wenn es euch Spaß gemacht hat, diesen Kanal gerne abonnieren, kommentieren und liken. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Au revoir, meine Lieben. Au revoir. Bis zur nächsten Folge und dann sehen wir uns in Co wieder. Das nächste Woche Samstag. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, bis bald. Euer Jörgi Jörg oder Oddblatt. You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands. All the clockwork of our romance, you make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on, if you're gonna